Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist Tag 2 der 1 Woche Vegan Leben Challenge und ja, nun würde ich sagen, geht's erstmal unter die Dusche. Was habt ihr in den letzten Videos gelernt? Das Wichtigste für den Tag ist nun mal einfach Haare stylen. Soweit fertig mit Duschen, Zähne putzen und alles. Jetzt geht's ans Frühstück. Ja, heute möchte ich das Frühstück fürs erste Mal ein bisschen ausgiebiger gestalten. Deshalb werden wir jetzt mal diesen Tomatenaufstrich da probieren. Und eine Gurke drauf. Gurken sind Hammer. Ich liebe Gurken. Und wieder ein Joghurt wie gestern. Nur dieses Mal, das war too much, das war definitiv too much. Retour. Nur dieses Mal mache ich ein paar Früchte noch dazu. Denn mir war das gestern einfach, wie gesagt, alles viel zu wenig vom Essen her. Ich muss ehrlich gestehen, der Aufstrich hat was, ist echt eine gute Alternative. Frühstück zu Ende. Das Ding ist, ich möchte jetzt unbedingt noch einen Kaffee. Das heißt, ich gönne mir jetzt noch einen Kaffee. Ist so morgens meine Routine, einen Kaffee zu trinken nach dem Frühstück. Jetzt bin ich wirklich gespannt, denn heute werde ich diesen Hafermilchersatz da probieren. Da bin ich echt gespannt, ob das wirklich mit einer normalen Milch mithalten kann. Wenn nicht, dann werde ich als nächstes Kokosmilch probieren. Und ja, schauen wir mal. Dann testen wir das Ganze mal. Also ich muss sagen, das kann man trinken, das ist lecker. Das heißt, ich gönne mir jetzt genüsslich meinen Kaffee und anschließend werde ich die Wäsche, die hier ist, mal aufräumen. Die Wäsche ist jetzt verräumt, jetzt wird Mittagessen gekocht. Ich bin gespannt, wie das schmeckt, denn ich möchte Bolognese kochen. Leute, das Essen ist fertig. Ich werde jetzt essen. Anschließend gehe ich mit dem Kleinen. Das heißt, heute werde ich euch nicht großartig mitnehmen, denn ich möchte den Tag einfach mal mit meinen Kleinen verbringen. Wir sehen uns dann abends, wenn ich back bin. Ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen und werde jetzt das Abendessen kochen. Das Ding ist, ich möchte einen Salat machen mit Avocado und dazu Knoblauchbrot. Das Knoblauchbrot werde ich selbst machen. Das Ding ist nur, ich frage mich, ist Knoblauchbrot vegan? Weil ich verwende dazu Hefe und das sind im Grunde Bakterien, was Zucker fressen und es in Alkohol umwandeln. Deshalb frage ich mich, ist das vegan oder nicht? Wenn es jemand weiß, wäre cool, wenn ihr mir das unten in die Kommentare schreibt. Das Essen ist soweit fertig, ich werde es mir jetzt gönnen. Es ist jetzt 7:30 Uhr, das Video soll heute noch online gehen, deshalb war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben, hiermit bin ich raus. Ciao!